Moin Moin und willkommen zu Diablo 1 auf dem PC. Ich möchte mit euch heute Diablo 1 anfangen. Das liegt vor allem natürlich daran, dass es ein sehr, sehr, sehr gutes und schönes Spiel ist und ich es einfach sehr gerne einfach nochmal durchspielen möchte. Das ist eigentlich schon fast einer der Hauptgründe und der Zeitpunkt ist jetzt relativ günstig gelegen, denn ich habe momentan ein bisschen Probleme mit meiner Hand, der andere hat das vielleicht schon mitgekriegt und deswegen, boah, das Spiel ist so verdammt laut. Es gibt leider keinen Sound-Regler im Optionsmenü, also im Startmenü. Das fanden sie damals wohl nicht so wichtig, gibt's aber gleich. Ich drehe das gleich runter, dann ist die Musik nicht mehr ganz so laut. Also von daher, lass uns lieber schnell starten. Ich habe gerade eben kurz getestet, ob das Ganze auch funktioniert. Das ist ja nicht immer so hundertprozentig safe bei so alten Spielen, dass die auch gut laufen auf alten, auf neuen Geräten wohl. Es gibt drei Klassen in Diablo 1. Ich entscheide mich da eigentlich immer relativ safe für den Warrior. Ich habe auch mal einen Rogue gespielt, oder das ist eigentlich eine Frau, weil man kann sich das Geschlecht da nicht aussehen. Den Magier habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Ich verstehe schon das Konzept davon, aber ich bin nie wirklich weit mit dem gekommen. Der ist mir immer relativ früh verreckt. Und das ist nicht gut, weil dann darfst du nämlich dort wieder starten, wo du das letzte Mal gespeichert hast. Keine Checkpoints, nichts. Das heißt, wir machen einen Krieger, den geben wir einfach mal den wunderschönen Namen Hendrik. Und ja, starten das Ganze einfach mal. Nach diesem wirklich sehr, sehr kurzen Ladebildschirm, der sehr, sehr angenehm ist. Und jetzt dürfen wir auch endlich die wahnsinnig schöne Musik bewundern, die man in dem Dorf hat. Und wir dürfen auch endlich den Sound ein bisschen runterregeln. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Headsets oder wo auch immer mit ihr das schaut, wieder ein bisschen hochdrehen. Mich versteht ihr ein bisschen besser und das Spiel solltet ihr dann ein bisschen besser verstehen. Denn gerade jetzt am Anfang gibt es natürlich ein bisschen Story. Man weiß also im Grunde genommen jetzt noch gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo das Intro-Video abgeblieben ist. Ich habe das Spiel gestartet, da wurde nur was von Blizzard gezeigt, aber ich kann mich erinnern, dass es ein Video gab. Ich weiß noch nicht, ob es das überhaupt auf der PC-Version gab oder ob das nur auf der PlayStation-Version gab. Davon werde ich bestimmt noch ein bisschen öfter reden, denn ich habe zuerst die PlayStation-Version gespielt, aber dazu ein bisschen mehr. Wir lassen erstmal Kane vielleicht ein bisschen reden. Kane, sehr wichtiger Charakter in der Diablo-Mythologie, ist... Naja, ich will nichts darüber sagen, was im dritten Teil passiert. Aber ja, Kane... Hello, my friend. Stay a while and listen. Der Standardsatz von Kane, stay a while and listen, ist echt mittlerweile schon so ein... Ja, Klassiker geworden. Wir werden ein bisschen mit Kane reden. Ich glaube, er hat ein bisschen was zu erzählen, uns, glaube ich, auch ein bisschen, einfach mal so ein bisschen erstmal die Stimmung zu setzen, was hier überhaupt los ist. Wir reden über Griswold, a man of great action and great courage. I bet he never told you about the time he went into the labyrinth to save Wirt, did he? He knows his fair share of the dangers to be found there. But then again, so do you. He is a skilled craftsman, and if he claims to be able to help you in any way, you can count on his honesty and his skill. Er hat jetzt über Griswold geredet. Griswold ist, kann man nicht eigentlich auch über Kane? Ich meine, man konnte auch über Kane, also dass er erstmal erzählt, wer er überhaupt ist, verstehe ich nicht. Das erzählt normalerweise, er erzählt darüber dann nämlich immer. Okay, aber er erzählt jetzt wieder über Griswold, ist nicht so schlimm. Griswold ist der Schmied, oder beziehungsweise ist der Schmied? Gibt es noch einen anderen Schmied? Nein, also mehr oder weniger. Ist er überhaupt ein Schmied? Ja doch, klar, der Blacksmith, klar, ist er ein Schmied. Ich bin ein bisschen, da vermischen sich ein paar Sachen von Diablo 2 jetzt und ein bisschen was anderes. Ich sollte das Mikrofon vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter weg machen, sehe ich gerade, das schlägt schon doch relativ hart aus der Pegel. Bei Griswold kann man natürlich Sachen kaufen, Sachen verkaufen. Die Standardsachen interessiert niemand. Es gibt Premium-Items, das sind natürlich dann blaue Items. Sachen verkaufen, da müssen wir jetzt eigentlich nichts verkaufen und Sachen reparieren. Das ist natürlich relativ wichtig. Der ist mit die wichtigste Person in diesem Dorf. Aber es gibt noch mehr Leute in diesem Dorf, die werden wir gleich alle kennenlernen. Mal gucken, ob er noch was zu erzählen hat. Sometimes I think that Kane talks too much. But I guess that's his calling in life. If I could bend steel as well as he can bend your ear, I could make a suit of court plate good enough for an emperor. Er hat ja einen geilen Akzent, das habe ich völlig vergessen. gefällt mir. Ja, Kane sabbelt wirklich manchmal vielleicht ein bisschen viel, aber das ist nicht schlimm. Ogden the Tavern Owner, mit dem habe ich nie wirklich viel geredet. Ich glaube, er ist auch nur Questgeber, sonst macht er nichts. Goodness, you've returned. Much has changed since you lived here, my friend. All was peaceful until the Dark Riders came and destroyed our village. Many were cut down where they stood, and those who took up arms were slain or dragged away to become slaves, or worse.
The church at the edge of town has been desecrated and is being used for dark rituals. The screams that echo in the night are inhuman, but some of our townsfolk may yet survive. Follow the path that lies between my tavern and the blacksmith's shop to find the church and save who you can. Perhaps I can tell you more if we speak again. Good luck. Also sind wir schon mal hier gewesen, sind jetzt wieder zurückgekommen und irgendwas Großes, Schlimmes ist hier passiert. Also hat er ja schon mal ein bisschen was da erzählt, was hier überhaupt abgeht. Hat er noch was zu sagen? Thank goodness you returned. Nee, er erzählt nur wieder dasselbe. Hier unten müsste jetzt noch Pepin der Heiler sein. Pepin the Healer, yes. What ails you, my friend? Pepin the Healer, der kann einen natürlich heilen und man kann hier Heiltränke auch von ihm kaufen. Oh man, das Kaufmenü, das ist echt richtig oldschool. Ich vermisse jetzt schon das Diablo 2 Kaufmenü, das war angenehmer. Was hat er zu erzählen? Oh, er erzählt auch nur über ihn. Interesting discovery. Unlike us, the creatures in the labyrinth can heal themselves without the aid of potions or magic. If you hurt one of the monsters, make sure it is dead. Or it very well may regenerate itself. Okay, also Monster können sich auch regenerieren. Da hat er schon ein bisschen was erzählt. Es gibt hier nämlich Monster. Wir können vielleicht mal kurz aufs Menü eingehen. Ich muss nämlich auch... Okay, Map gab es leider nie in der Stadt. Hat mich... Also wenn man anfängt mit Diablo und man auch nicht genau weiß, wo man hingehen kann und wo die NPCs stehen, mit wem man reden kann und wo nicht, das ist ein bisschen nervig, dass man in der Stadt keine Map hat, denn wenn man später umherläuft im Dungeon... Ist es ein Dungeon Crawler, ist es mehr oder fast. Dann hat man natürlich eine Map, die sehr wichtig ist, weil früher gab es auch natürlich noch viele, viele RPGs komplett ohne Automapping. Automapping ist schon eine sehr große Wohltat. Hier haben wir Adria, die Hexe, die übrigens auch in Diablo 2 gibt. I sense a soul in search of answers. Mal gucken, ob sie noch was zu erzählen hat. The hand, the heart and the mind can perform miracles when they are in perfect harmony. The healer Pepin sees into the body in a way that even I cannot. His ability to restore the sick and injured is magnified by his understanding of the creation of elixirs and potions. He is as great an ally as you have in Tristram. Ich wusste gar nicht, dass sie so freundlich anderen gegenüber ist. Adria ist übrigens auch noch in Diablo 3, fällt mir gerade ein. Recharge Staffs. Okay, das ist für den, mehr oder weniger für den Magier. Hier gibt es halt Scrollen und Mana-Tränke und man kann theoretisch auch Stäbe kaufen, oder? Sind noch irgendwo Stäbe? Bücher zum Heilen. Ja, Stäbe gibt es ja auch zu kaufen, okay. Ansonsten gibt es noch Wirt. Wirt. Warte mal, hat... Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen laufen wir da erstmal hin. Quests haben wir... Haben wir überhaupt schon eine? Nein, haben wir noch nicht. Okay, ganz easy. Und dann gibt es noch den großen, tollen Charakterbogen, der noch relativ... Oh, warte, wir speichern vielleicht einfach mal. Safe Game, bevor hier irgendwas kaputt geht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir müssen auch eine Taste geben, wo wir Auto speichern können. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht welche. Wollen wir das mal kurz ausprobieren? Wäre vielleicht eine gute Idee. Oh, warte mal. F1, hier haben wir sogar... Aber wo steht Quick Speichern? Steht hier doch hier. Warte, wir können noch wieder rumgehen. Set Hotkey für Skills Spell. F5, F7, F8. Aber ich würde... Es gibt, glaube ich, auch... Okay, das ist mehr oder weniger die Erklärung vom Spiel. Ich meine, man kann auch automatisch speichern mit F5, F6, F7, F8. Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Kann man die Tastatur... Oh, das ist alles, was wir an Optionen haben? Okay. Das ist gar nichts. Ein bisschen Sound. Good day. How may I serve you? Sie habe ich ja völlig vergessen. Gillian, was erzählt sie? The woman at the edge of town is a witch. She seems nice enough and her name Adria is very pleasing to the ear. But I'm very afraid of her. It would take someone quite brave like you to see what she is doing out there. Ja, wollte ich nämlich sagen, die mögen sie nämlich eigentlich nicht so. Die Adria, weil sie eine Hexe ist. Aber ich glaube, sie war nie wirklich wichtig, die Ingeborg da oben. Ich glaube, weiß ich nicht. Sie kommen nämlich gar nicht bekannt vor, weil hier oben... Und dann haben wir, glaube ich, auch gleich schon alle abgeklappert, bis es dann losgehen kann. Hier oben müsste eigentlich noch ein NPC... Da ist er! Wirt! Psst, over here.
The Peck-Legged Boy. Er ist nur ein Junge? Das habe ich auch völlig vergessen. I have something for sale, but it will cost 50 gold. It just worked. Ja, okay. Er muss sogar ein bisschen Geld bezahlen, damit man überhaupt nur sehen darf, was er einem verkaufen würde. Wir haben noch gar kein Gold, deswegen schenken wir uns das auf jeden Fall. Aber vielleicht hat er noch ein bisschen was zu erzählen. King knows too much. He scares the life out of me. Even more than that woman across the river. He keeps telling me about how lucky I am to be alive and how my story is foretold in legend. I think he's off his crock. Okay, ich finde die Musik ist super gut, aber warte mal, vielleicht kann man das ein bisschen besser in Balance bringen, indem wir den Sound vielleicht eins überdrehen. Ich hoffe, dass die da ein bisschen lauter reden. Aber die Musik will ich nicht leiser drehen. Die Musik ist einfach, oh, bringt richtig, richtig gute alte Erinnerungen hoch. So, und jetzt können wir theoretisch vorgehen. Ich meine, hier unten war da. Und dann gehen wir nach oben. Denn jetzt wollen wir nämlich herausfinden, was hier denn los ist. Die Kirche da oben, komische Geräusche, deswegen sollten wir da mal hingehen. Und das werden wir jetzt auch tun, denn hier oben links ist die Kirche und hier unten liegt einer. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus, he led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avengers, find this Butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Okay, er wurde jetzt da reingeloggt vom Erzbischof und da ist ein Dämon drin, called Butcher, also der Schlechter, der Metzger, mehr oder weniger. Safe Game. Und da müssen wir jetzt runter und den machen wir jetzt mehr oder weniger platt. Wir versuchen das zumindest. Und jetzt haben wir nämlich... Of this place has been fouled. Oh, jetzt haben wir nämlich die tolle Automap. Konnte man die eigentlich noch anders... Ich meine, konnte man nicht wenigstens die Map einstellen? Warte mal. Ich meine... Ja, man kann Zoom... Okay. Das seht ihr gleich. Increase Brightness, Reduce Screen Brightness, Open Character, Zoom... Zoom Automap? Okay, man kann Automap zoomen, aber das hilft mir eigentlich auch nicht weiter. Ja, man kann das raus und rein zoomen, das bringt mich nicht. Und man kann noch näher gehen. Ich meine, ihr seht, ich hab's jetzt... Es ist ein bisschen schwer, dieses Spiel zu capturen, das heißt, irgendwie aufzunehmen. Keiner der Aufnahmeprogramme funktioniert wirklich richtig gut, weil das hier ein DirectX 6 Spiel ist oder so, also wirklich ewig alt. Okay, das war nicht so intelligent, uns gleich irgendwie in den Brand zu stecken zum Anfang, aber wir wurden dafür gleich belohnt. Worauf ich hinaus will, es ist nicht so einfach, aber ich habe es gemanagt gekriegt, es mit OBS zu capturen. Leider tut er das Bild breitziehen, stretchen nennt man das auch, das heißt nach rechts und links ziehen. Das heißt, es sieht für euch jetzt ein bisschen breit gezogen aus nach rechts und links, weil es eigentlich nur ein 4:3 Spiel ist, aber im Video jetzt auch rechts und links die Balken so gesehen ausfüllt, die man sonst hätte, wenn man das ganze Spiel in 4:3 spielt, was ich auch gerade tue, weil es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt kein 16:9, es gibt keine Auflösung, man kann ja nichts einstellen, ich habe das Optionsmenü gerade gesehen und um das Spiel irgendwie zu capturen, habe ich es hingekriegt, dass es meinen Desktop captured, wo das Spiel Anführungszeichen drauf läuft, aber ich krieg's nicht hin, dass er das Bild nicht breit zieht, also dass ihr so einen schwarzen Balken hättet, damit es nicht so... Wieso geht der nicht hier durch? Ich wollte hier nämlich eigentlich nur gucken, ob hier irgendwo eine Kiste ist, weil er steckt sich einfach selbst im Brand da mal. Am Anfang ist das Spiel noch relativ easy, es fängt natürlich auch sehr leicht an. Das Spiel hat auch mehr oder weniger natürlich... Ich weiß nicht mehr, wie es genau beim ersten Teil ist. Jetzt mach ich platt! Au, Mann! Beim ersten Teil ist es, glaube ich... Ist es da schon so, dass wenn man das erste Mal durchgespielt hat, auch Albtraum- und Hölle-Modus spielen kann? Ich meine schon. Man kann aber auf jeden Fall, wenn man das Spiel speichert, das Spiel auch einfach neu anfangen. Auch ohne, dass man jetzt Hölle oder sonst was umstellt. Und dann so gesehen Dungeon Crawl-mäßig halt das Ganze neu beginnen und dann mit seiner Ausrüstung, also man kann seine Ausrüstung nehmen und sein Level mitnehmen und dann nochmal neu anfangen. Das macht das Spiel ein bisschen einfacher, wenn man das tut. Ist aber, glaube ich, nicht unbedingt nötig, wenn man weiß, was man tut. Ich weiß, man kann es halt so sich ein unendliches Spiel draus machen. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, warum man das so gemacht hat. Wenn es den Hölle-Modus und so gibt. Albtraum und Hölle, also schwierige Schwierigkeitsstufe, wenn man es einmal durchgespielt hat. Bin ich mir gerade unsicher.
Ich weiß, früher haben wir es gemacht, also ich habe das Spiel damals kennengelernt, auf der PlayStation, nicht auf dem PC. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass es sogar Diablo 1 auf der PlayStation gab. Also es ist nicht, Diablo 3 ist nicht unbedingt das erste Diablo, was auf der Konsole erschienen ist, sondern Diablo 1 gab es damals auf der PlayStation 1. Und es war verdammt gut. Das möchte man sich gar nicht vorstellen, aber Diablo 1 hat sehr, sehr gut auf der PlayStation funktioniert. Und das Coolste daran war eigentlich, dass ich es damals mit meinem damals, ja, meiner Jugend halt besten Freund gespielt habe. Der hatte das. Und wir haben es zu zweit gespielt. Man konnte Diablo zu zweit spielen. Ich meine, klar, man kann es auch im Multiplayer-Modus spielen, was damals wahrscheinlich kaum einer gemacht hat, weil, ich weiß nicht, zu Diablo 1-Zeiten... Ich glaube, da war selbst ein 56K-Modem noch selten. Da hast du, glaube ich, vielleicht noch mal im 28K oder so rumgehangen. Also, da war Internet noch überhaupt nicht weit. Man konnte es im LAN spielen. Ich glaube, das war wahrscheinlich noch die wahrscheinlichste Variante, die die Leute gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der das vielleicht sogar online gespielt hat. Diablo 2, klar, das war dann schon wieder ein bisschen eine andere Zeit. Da gab es dann auch schon DSL-Leitungen und sowas. Aber Diablo 1 werden die meisten Leute wahrscheinlich noch alleine erlebt haben. Aber ich habe es damals... auf PlayStation 1 zu 2 gespielt. Ihr könnt euch das dann ungefähr so vorstellen, dass halt zwei Leute hier rumlaufen. Ich glaube, es hing dann immer vom Spieler 1 ab. Das heißt, Spieler 1 konnte dann weitergehen, aber Spieler 2 konnte sich dann halt im ganzen Bildschirm rumbewegen. Konnte sich dann halt, wenn du irgendwo oben gelandet bist, an der Kante des Bildschirms, konnte sich halt nicht weiter bewegen, ohne dass Spieler 1 sich, glaube ich, bewegt. Ich glaube, so war das. Es hat aber auf jeden Fall sehr gut funktioniert, weil du bist halt einfach rumgelaufen, hast halt auf einer Taste gehauen und ja, ich finde auch, ich glaube auch, das haben auch viele gesagt, dass Diablo 3 funktioniert auch sehr gut auf einer Konsole. Ich finde auch, dass Hack and Slays sich auch gut für einen Gamepad anbieten. Klar macht es Spaß, die Gegner auch tot zu klicken, aber es funktioniert auch sehr gut mit einem Gamepad, muss ich sagen. Gerade auch Diablo 1 und ja, grafisch hat sich das sowieso nichts getan damals auf der PlayStation und auf dem PC, das war 1:1 genau dasselbe und die Menüs sind auch hier genauso umständlich wie dann auf der Konsole. Auf der Konsole war es vielleicht noch ein bisschen umständlich, sich durch die Menüs zu klicken, was ich zum Beispiel auch sehr geliebt habe und damals mit meinem Bruder sehr viel gespielt habe auf PlayStation 2, Baldur's Gate. Baldur's Gate ist eigentlich ein PC-Rollenspiel, aber es gab auch Ableger, The Dark Alliance. Und The Dark Alliance 2 waren PlayStation 2 Ableger für Baldur's Gate, die wenig mit Baldur's Gate selbst zu tun hatten. Also rein vom Spielen her, es war dann halt schon ein reines Hack and Slay auf der PlayStation 2 dann auch. Und hat auch sehr viel Spaß gebracht, sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und man auch, haben wir auch zu zweit viel gespielt. Ich finde, Hack and Slays zu zweit auf einer Konsole macht richtig, richtig, richtig Laune. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob man heutzutage nochmal Baldur's Gate sich auspacken sollte. Ich glaube, dafür muss man schon ein bisschen Vergangenheit mit dem Spiel selbst haben, damit man das irgendwie genießen kann. Ich kann das, glaube ich, nicht empfehlen, jetzt nochmal neu zu starten. Es gibt viele Sachen, die es hier... Warte, wir sollten vielleicht auch einfach mal speichern. Safe Game. Die es hier nicht... oder beziehungsweise, ja, die es hier nicht gibt, die es in anderen Spielen natürlich mittlerweile gibt, wie ich schon gesagt habe, es gibt keine Checkpoints, wo wir gespeichert haben, wenn wir drauf gehen, dann müssen wir halt genau da wieder laden, ansonsten haben wir Pech gehabt. Ich weiß nicht genau, wo wir... Man hat am Anfang nur 60%. Wir haben nur 60% Trefferchance, das ist schon relativ wenig, finde ich. Kriegt man jetzt, glaube ich, hoch, indem wir Dexterity hochdrehen würden. Magie, also Stärke braucht man natürlich für größere Schwerter und es macht natürlich mehr Schaden, wenn wir damit zuhaken. Magie brauchen wir, um Schriftrollen zu benutzen und um unseren Magiepool zu erhöhen. Dexterity brauchen wir theoretisch, um Dagger, Bögen und sowas zu verwenden, um damit wir auch besser treffen. Vitalität braucht man natürlich, um mehr Leben zu haben. Ich investiere, glaube ich, einfach mal erstmal alles in Stärke. Zum Anfang. Was zum Beispiel auch fehlt, ist hier Lebensregeneration. Also natürlich können wir Leben regenerieren, aber nur durch Tränke. Das heißt, wenn wir hier rumstehen, passiert nichts mit unserem Leben. Das ist schon alles nur nochmal härter, als man es irgendwie gewohnt hat von anderen Spielen. Normalerweise ist man ein bisschen gewohnt, ja, wenn ich halt drauf gehe, ist nicht so schlimm. Irgendwo wird schon ein Checkpoint sein. Alles halb so wild, aber ja. Bei Diablo hat man auch gerne mal, oder was viel schlimmer ist eigentlich bei Diablo 1 vor allem, wenn du jetzt spielst und wenn du stirbst, hast du halt irgendwie vor einer halben Stunde vielleicht das letzte Mal gespeichert. Nicht ganz so katastrophal, aber was richtig schlimm ist, wenn du jetzt ein gutes Item bekommst. Aua, aua.
Also wenn ich jetzt hier ein richtig... Ja gut, hier bekomme ich wahrscheinlich noch kein richtig gutes Item, aber im Allgemeinen, wenn ich ein gutes Item bekomme und hack zu. Okay, man kann die Maustaste nicht gedrückt halten, interessant. Wie in Diablo 2. Nimm. Also wenn ich jetzt hier ein gutes Item bekomme und dann, weiß ich nicht, nur 2 Meter weitergehe und dann außersehen sterbe, ist das gute Item weg. Und das droppt dann nicht wieder. Das ist ja nicht irgendwie gesaved. Das war eigentlich nur das größte Problem, dass wenn du dann halt gespeichert hast und du gestorben bist und du ein gutes Item bekommen hast und danach nicht nochmal gespeichert hast, dann warst du am Arsch. Also Pech gehabt, das ist das Item weg gewesen. Das ist schon in Diablo 2 dann ein bisschen fairer geworden, da konnte man dann so seiner Leiche gehen. Weil das sind alle schon nicht mehr ganz so hardcore. Natürlich gibt es dann in Diablo 2 den Hardcore-Modus. Der ist hier im Grunde genommen Standard aktiviert. Gut, der Diablo 2 Hardcore-Modus ist noch ein bisschen mehr Hardcore, weil wenn er tot ist, ist er tot und dann kannst du auch nicht mehr laden. Okay, hoffentlich ein paar gute Bücher. Ich könnte doch einen oder anderen guten Zauber gebrauchen. Okay, nur ein paar Rollen der Identifikation. Book of Healing. Haben wir dafür genug? 17 Magie. Ich weiß nicht, ob ich wirklich 17 Magie investieren möchte, nur damit ich mich heilen kann. 1 bis 8. 2 bis 6. Kommt wahrscheinlich auf selbe hinaus. Hier ist ein bisschen mehr Luck, wie viel Damage wir da machen. 2 bis 6, 1 bis 8. Ja. Vom DPS tun sie sich, glaube ich, nicht viel. Ist der besser? Kommt auch auf selbe hinaus. Habe ich gerade... Oh, fuck my life. Was habe ich denn jetzt geklickt? Ich habe einfach aussehen Escape gedrückt. Ja, okay. RIP, die letzten... Weiß ich nicht, 5 Minuten. Gut, dass ich gerade darüber lamentiert habe. Was dann so passieren kann, wenn man nicht speichert? Ich hab Escape und außerdem bin ich auf Load gekommen direkt, ey. Fuck. Das Gute ist, dass der Dungeon sich nicht mehr verändert, wenn man das Ganze lädt. Das heißt, wir wissen genau, was passiert. Oder wo Fallen sind und so ein Scheiß, weil... Was richtig nervig sein kann auch... Oh Gott, warte. Hab ich nur gesagt, Diablo 1 wäre so easy am Anfang. Also wenn man da reinmarschiert, dann kann man auch schnell drauf gehen. Aua. Was ich richtig ätzend fand, waren die Schreine in Diablo 1. In Diablo 1 gibt es Schreine. Und ich meine, die haben teilweise auch einen permanenten, eine permanente Veränderung. Manche sind gut. Manche sind aber auch einfach schlecht. Und wenn du dann einen Schrein hast, der irgendwie deine Stärke runterzieht oder so, das war richtig eklig. Kurzbogen. Wir nehmen momentan alles mit, weil wir alles verkaufen können. Alles irgendwie verscheppern. Ich meine, man bewegt sich ja... Man bewegt sich, wenn man irgendwie sich seitwärts bewegt, schneller als nach oben, meine ich. Irgendwas war da. Oder zumindest sieht es gefühlt in der Animation so aus. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich auch so ist. Okay, ein paar Heiltränke können wir auf jeden Fall dicke gebrauchen. Guck mal, jetzt bewegen wir uns zum Beispiel gefühlt deutlich langsamer, als wenn wir uns noch da bewegen. Ja, ja. Definitiv. Die Animationen sind, glaube ich, alle ein bisschen anders. Und nicht hundertprozentig identisch. Ein Blatt. So, hier können jetzt nämlich auch andere Sachen drin sein, meine ich. Das ist wieder ein Book of Healing. Hm. Sind die nicht random? Kann das sein? Oh, wir haben nochmal ein Level bekommen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein bisschen was in Decks pumpen sollten, damit wir ein bisschen mehr treffen. Wie viel bringt ein Punkt? Damage geht dabei auch hoch. Und Hit. Und Armor. Interessant. Decks ist, glaube ich, gar nicht so... Ach Gott, ich will mit Escape diese verdammte Menüs wegklicken. Ich glaube, bei Diablo 2 geht's. Das ist eine super dumme Angewohnheit, das weiß ich jetzt schon. Klicken wir lieber mal ein bisschen auf Save. Warte mal, ich meine... Ich glaube, wir spielen eine richtig... Ich kann mal gucken, ob ich eventuell einen Patch finde. Weil wir spielen, glaube ich, momentan Version 1.0. Ich glaube, mit einem Patch kriegen wir vielleicht auch ein paar mehr Optionen. Ich kann mich nämlich erinnern, das Spiel mit Quicksave und so gespielt zu haben, dass wir wenigstens Tasten belegen konnten. Warte mal, da haben wir oben alles erforscht. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ja... Okay, dann müssen wir theoretisch eigentlich schon weiter runter. Machen wir erstmal unser Inventar leer, aber... Ich glaube, es ist sinnvoller, als wenn wir direkt runtergehen. Auch angenehm, dass sie den Weg zum Untergehen gleich so nah platziert haben. Oder machen wir unser Inventar leer? Ja, machen wir schnell. Go up to town. Wenigstens gehen die Ladebildschirme... Wenigstens gehen die Ladebildschirme sehr schnell.
Weil ich die CD auf den PC gezogen habe und das einfach mit einer ISO abspiele. Geht schneller, als wenn der immer jedes Mal die CD einlesen muss. Das war das größte Ding überhaupt. Erstmal wieder, oh, ich muss ja ein Spiel von CD installieren. Das ist gar nicht auf Steam. Das ist ja schlecht. Mein CD-Laufwerk war nämlich halb hinüber. Sell-Items. Wir brauchen den Club nicht. Weg damit. Warte mal. Lass erst nochmal gucken. Wir nehmen erstmal den Säbel. Kommt der irgendwie aus Selby hinaus? Bücher. Die Bücher können wir theoretisch auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich die Dagger überhaupt identifizieren soll. Also, Dagger will ich sowieso nicht spielen. Von daher, ich glaube, wir verchecken die einfach. Warte mal, wie viel kriegen wir dafür, wenn wir die unidentifiziert verkaufen? Würde mich jetzt mal interessieren. Ich will mit Escape diese Dinger wegklicken. Das geht nicht und das ist schlimm. Wow, what can I do for you? Sell Items. 15. Aber ich glaube, wenn wir nämlich jetzt uns einfach... Das Identifizieren ist teilweise nämlich, ja, ich glaube, Dagger lohnt sich nicht wirklich zu identifizieren, außer sie sind wirklich sehr gut. Weil es kann gut sein, dass die Identifikationsschriftrolle oder selbst die Identifikation bei Kane teurer ist, letztendlich, als, was wir da rausbekommen würden, wenn es identifiziert ist. Okay, alles weg. Jetzt hätten wir theoretisch noch die Bücher, das ist relativ uninteressant. Hier können wir was identifizieren, das behalten wir mal. Das packen wir mal zum Notfall hier hin. Das Zeug brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt, die Mana-Tränke, aber wir behalten das erstmal so. Die Bücher können wir theoretisch, glaube ich, auch noch verkaufen. Okay. Und guck mal, da zeigt er sogar die Version an. Weil ich V drücke? Ja, weil ich V drücke. Oh, er hat auch ein bisschen was zu dem Butcher zu erzählen. Lassen wir Kane mal ein bisschen über den Butcher lamentieren, mal gucken, was er zu erzählen hat. It seems that the Archbishop Lazarus goaded many of the townsmen into venturing into the labyrinth to find the king's missing son. He played upon their fears and whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what lay within the cold earth. Lazarus abandoned them down there. Left in the clutches of unspeakable horrors to die. Also das ist nicht so nett, würde ich sagen. Wir gehen noch die Bücher verkaufen und dann können wir, glaube ich, auch Schluss machen mit dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen was Älteres natürlich, ein bisschen was Gemächlicheres, kein Pew-Pew-Action. Aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß. Gerade für Leute, die das noch nicht so kennengelernt haben. Es ist halt nicht ganz so story-driven. Das heißt, das Einzige, was man an Story kriegt, sind eigentlich die Leute, die so ein bisschen was erzählen. Das ist halt mal ein bisschen was anderes. Book of Healing, weg damit. Behalten wir ein Book of Healing oder nicht? Nein, kann eigentlich beides weg. Das ist eigentlich relativ gutes Gold, was wir jetzt am Anfang haben. Sie erzählt bestimmt auch noch ein bisschen was über den Butcher. The Butcher is a sadistic creature that delights in the torture and pain of others. You have seen his handiwork in the Drunken Farnham. His destruction will do much to ensure the safety of this village. True, true. Wir werden versuchen also in der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob... Doch, ich glaube, der Butcher ist schon auf Ebene 2. Oder war auf Ebene 3. Bin ich mal unsicher. Sehen wir gleich. Aber ich denke, wir werden morgen so oder so in der nächsten Folge so oder so zu Ebene 3 kommen. Also nächste Folge wird auf jeden Fall der Butcher versucht zu killen. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt schon was kaufen sollten. Ich will nur mal kurz einen Blick drauf werfen, was er hat. Bei Premium Items. Oh, die sind aber auch nicht unbedingt billig. Bronzeschwert, 5% to hit. 2 bis 6. Also wirklich viel Damage macht er auch nicht, oder? Mace of Quality. 2 Points to Damage, 1 bis 10. Das ist nicht unbedingt so der Premium. Will ich eigentlich nicht so wirklich haben. Ich meine, okay, das. Aber da wäre das komplette Gold weg. Die Robe. Ist auch hart. Nee. Ja, ich denke, wir machen im nächsten Teil weiter. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kritik? Kommentare? Findet ihr unten? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.